Kein Gerücht hält sich wohl hartnäckiger beim Thema Typ-2-Diabetes als die bösen Kohlenhydrate. Und nicht nur beim Thema Diabetes, sondern auch generell, um abzunehmen, heißt es ja häufig, abends ab 18 Uhr bloß die Kohlenhydrate vermeiden, weil die machen dick und das ist generell schlecht für die Gesundheit. Also unbedingt die Kohlenhydrate vor allem abends meiden. Warum man dadurch vielleicht Erfolge haben kann, warum du dadurch vielleicht abnimmst, warum sich auch dadurch deine Blutzuckerwerte erstmal verbessern, das erfährst du jetzt. Es gibt jetzt mehrere Punkte, warum viele behaupten, Kohlenhydrate abends machen dick, verschlechtern deinen Diabetes. Das kommt ja nicht irgendwo her, das hat ja irgendwo auch einen Grund. Und eben ein Punkt dabei ist, dass man natürlich auch irgendwo mal abnimmt. Aber warum ist das so? Wenn du jetzt zum Beispiel abends mal die Kohlenhydrate weglässt, dann beschäftigst du dich ja vielleicht auch zum ersten Mal überhaupt mal mit dem Thema Ernährung. Vielleicht ist das für dich der erste Schritt in Richtung mehr Gesundheit, in Richtung Gewichtsabnahme. Und wenn du dich mehr damit beschäftigst und Kalorien einsparst am Abend, weil was anderes ist es ja nicht. Du sparst Kohlenhydrate ein, du isst vermutlich einfach weniger, sparst Kalorien ein und im Grunde ist nur das der Grund, warum du dadurch auch Gewicht verlierst. Weil am Ende ist es vollkommen egal, ob du jetzt die Kalorien einsparst über die Kohlenhydrate oder weil du Fette reduzierst oder weil du einfach sagst, ich mache jetzt hier FDH, frisst die Hälfte. Das ist vollkommen egal. Rein auf das Thema Abnehmen bezogen ist es egal, was du abends einsparst. Welche Art von Kalorien das sind. Hauptsache, du sparst irgendwie Kalorien ein und dann wird es auch mit dem Gewicht nach unten gehen. Also die Kohlenhydrate sind dafür nicht verantwortlich. Einfach nur das Kaloriendefizit, was du dadurch hast, ist der Grund, warum es mit dem Gewicht vielleicht sogar sehr schnell nach unten geht. Der zweite Punkt ist, Kohlenhydrate sind nicht gleich Kohlenhydrate. Natürlich gibt es gewisse Kohlenhydratquellen, die hochglykämisch sind, nährstoffarm sind, die du natürlich nicht essen solltest, egal ob jetzt abends, morgens oder mittags. Süßigkeiten als Kohlenhydratquellen werden niemals für ein gesünderes Leben führen. Ja, das ist nie gut. Kuchen, Kekse, Brötchen aus Auszugsmehl, diese stark verarbeiteten Sachen, das solltest du natürlich nicht essen, aber das spielt auch nicht die Tageszeit eine Rolle, sondern das ist generell nicht gut. Jetzt ist aber nicht der Sinn des Ganzen zu sagen, alles ist schlecht, Kohlenhydrate generell, sondern man sollte sich halt einfach auf die nicht so stark verarbeiteten Kohlenhydrate fokussieren, die eben nicht so einen hohen glykämischen Index haben, also nicht so eine starke Auswirkung auf den Blutzuckerspiegel haben und einfach noch nährstoffreicher sind, weil das ist kein Problem. Die kannst du morgens essen, die kannst du mittags, die kannst du aber auch abends essen. Da wird sich dein Gesundheitszustand nicht verschlechtern. Im Gegenteil, du gibst ja deinem Körper dadurch auch noch Nährstoffe. Das heißt, eben hier, Kohlenhydrate sind nicht gleich Kohlenhydrate, wirf nicht alle in einen Topf und sag, alles schlecht, jetzt lasse ich die einen weg, dann lasse ich die anderen auch weg. Das macht gar keinen Sinn. Du musst einfach nur auswählen, welche Lebensmittel, auch kohlenhydrathaltige Lebensmittel, geben mir denn das, was ich brauche. Sei es eine gute Sättigung, sei es Nährstoffe, auch Ballaststoffe, ganz wichtig beim Thema Typ 2 Diabetes. Was schmeckt mir auch, weil ich will ja auch nicht auf jegliche Art von Kohlenhydraten verzichten. Das macht ja auch keinen Spaß, vor allem langfristig nicht. Das heißt, hier muss man klar unterscheiden. Kohlenhydrate nicht alle in einen Topf werfen. Und was ich hier auch noch sagen möchte an der Stelle, was ich auch schon häufiger gesagt habe, dass die Kohlenhydrate, wenn du die weglässt, natürlich hast du dann vielleicht erstmal bessere Blutzuckerwerte. Ist ja klar, weil die Kohlenhydrate sorgen dafür, dass der Blutzuckerspiegel ansteigt. Was aber grundsätzlich nicht schlimm ist, solange das in einem moderaten Bereich bleibt und das auch wieder in einen moderaten Bereich abfällt. Aber das hat ja nichts mit den Kohlenhydraten zu tun. Das hat erstmal was mit der Insulinresistenz zu tun. Das heißt, wenn wir uns darauf fokussieren, wie wir die Ursache verbessern, dann können wir auch wieder Kohlenhydrate essen, ohne dass wir hier ein totales Chaos im Blutzuckerspiegel verursachen. Das heißt, nur den guten Werten hinterher zu rennen, indem du Kohlenhydrate weglässt, ist vielleicht gut für deine Werte, für das Symptom von Typ 2 Diabetes. Aber an der eigentlichen Ursache, am Problem, an der Insulinresistenz, wird sich dadurch nicht unbedingt was verbessern. Und was willst du haben? Willst du das Symptom unterdrücken oder willst du die Ursache beheben? Also ich denke, du willst wahrscheinlich an der Ursache rangehen und da macht es keinen Sinn, die Kohlenhydrate, soweit es geht, runterzuschrauben. Es geht darum, die richtigen Kohlenhydrate zu wählen, mit einem vernünftigen Lebensstil an der Ursache zu arbeiten, damit dein Körper so funktioniert, wie er funktionieren soll, damit du auch wieder Kohlenhydrate essen kannst, ohne dass du Angst haben musst, dass der Blutzuckerwert durch die Decke geht. Und dann brauchst du auch zukünftig keine Angst haben, wie es meistens so ist, dass die Medikamente immer mehr werden, weil du vielleicht, obwohl du dich Low Carb ernährst, obwohl du erstmal gute Werte hast, trotzdem merkst, dass im Laufe
Laufe der Zeit es irgendwie ja trotzdem schlimmer wird. Weil wenn es nicht schlimmer werden würde, dann würdest du auch nicht immer mehr Medikamente brauchen. Und da sieht man doch wieder, einfach nur gute Werte zu haben, ist nicht die Lösung für dein Problem. Es geht nur darum, die richtige Art von Kohlenhydrate zu wählen. Und mit einem insgesamt gesunden Lebensstil, da gehört ja nicht nur die Ernährung mit dazu, ist zwar ein großer Bestandteil, aber es ist nicht nur die Ernährung, einfach an der Ursache zu arbeiten, die Resistenz der Zellen wieder zu verbessern, dass die Zellen wieder sensibler auf das Insulin reagieren. Und dann merkst du, geht's in die richtige Richtung und dann kannst du sogar Medikamente reduzieren und musst nicht immer mehr davon nehmen. Das ist das Ziel. Ich hoffe, das ist rübergekommen. Ich hoffe, du hast es jetzt verstanden, dass es eben nicht die Kohlenhydrate sind, die schuld am allen sind und auch nicht die Kohlenhydrate nach 18 Uhr schuld sind, warum sich dein Diabetes vielleicht nicht verbessert, warum du nicht abnehmen kannst. Es ist eher, du legst deinen Fokus auf die falschen Dinge. Und wenn du wissen willst, auf was du dich fokussieren sollst, zielgerichtet, was konkret das Problem ist, dann kann ich dir das gerne mal erklären in einem Beratungsgespräch. Trag dich da gerne mal ein auf unsere Website www.peterseidel.com. Da nehme ich mir Zeit für dich, da können wir das ganze Thema mal komplett durchgehen, dass du endlich mal verstehst, um was es eigentlich geht, was Typ 2 Diabetes bedeutet, was in deinem Körper dann nicht mehr funktioniert. Und dann wird dir auch klar, dass nicht die Kohlenhydrate das Problem sind, sondern die eigentliche Ursache, wo ganz anders liegt. Wenn dich das interessiert, trag dich ein, www.peterseidel.com. Unverbindliches Beratungsgespräch, du kannst da nichts verlieren, du kannst nur gewinnen. Ich würde dir ans Herz legen, die Chance zu nutzen, weil was Besseres kannst du eigentlich nicht machen. Also, wir sehen uns, wir hören uns und bis zum nächsten Mal. Ciao, mach's gut, dein Peter.